Integrale dienen bei weitem nicht nur um Flächeninhalte zu berechnen. Man kann mit Integralen auch zum Beispiel den Rauminhalt von einem Revolutionskörper berechnen. Was ist ein Revolutionskörper? Ein Revolutionskörper mit Achse d, das ist der Körper, der durch die Rotation einer flachen Fläche f um diese Achse d erzeugt wird. Das bedeutet also, wenn wir hier diese graue Fläche f um diese Achse d drehen, so erhalten wir diesen grünen Revolutionskörper, der wie ein Behälter aussieht. Dieses Aquarium zum Beispiel ist auch so ein Revolutionskörper. Der einfachste Revolutionskörper, das ist der Zylinder, den man erhält, indem man ein Rechteck um eine Achse dreht. So erhält man einen Zylinder, dessen Rauminhalt berechnet wird durch die Basisfläche, die ja ein Kreis bildet, also dessen Flächeninhalt Pi r Quadrat ist, multipliziert mit dieser Höhe h. Das Volumen eines Zylinders wird also berechnet durch die Formel Pi r Quadrat mal h. Wir werden jetzt in einem Bezugssystem den Graphen einer Funktion nehmen. In diesem Intervall AB bestimmen wir diese blaue Fläche. Und jetzt werden wir diese blaue Fläche um die x-Achse drehen, um dann diesen Revolutionskörper zu erhalten. Das hier ist die Zeichnung in 3D. Wir gehen wie folgt vor. Zuerst einmal setze ich hier den Schieberegler auf eine kleinere Zahl. So, wir werden jetzt dieses Intervall AB in so vielen Teilintervallchen zerlegen. Hier sind es 5. In jedem dieser Teilintervallchen bestimmen wir die Mitte. Von diesen Mitten suchen wir jeweils das Bild durch die angegebene Funktion f und konstruieren so diese Rechtecke. Diese Rechtecke werden wir jetzt um die x-Achse drehen, hier in 3 Dimensionen schön zu beobachten. So, ich drehe das jetzt wieder zurück. Wenn wir also solche Rechtecke um die x-Achse drehen, dann erhalten wir lauter solcher Zylinder. Wir werden jetzt die einzelnen Rauminhalte dieser Zylinder berechnen und diese Rauminhalte dann addieren. Und vergrößert man ihre Anzahl, so wird die Summe der Rauminhalte dieser einzelnen Zylinder zu dem Rauminhalt des Revolutionskörpers streben. Also werden wir zuerst einmal die Summe der Rauminhalte von solchen einzelnen Zylindern berechnen. Der Rauminhalt von solch einem Zylinder wird selbstverständlich berechnet durch diese Formel. Zuerst einmal brauchen wir den Flächeninhalt von diesem Kreis. Dieser Flächeninhalt ist Pi r Quadrat. Der Radius von diesem Kreis hier, das ist selbstverständlich das Bild von dieser Zahl durch die angegebene Funktion. Es ist also das Bild von dieser Zahl durch die angegebene Funktion. Also ist das ein f von x. Der Flächeninhalt von solch einem Kreis beträgt also Pi mal f von x im Quadrat. Und um den Rauminhalt von diesem Zylinder hier zu bestimmen, rechnen wir diesen Flächeninhalt Pi mal f von x Quadrat mal die Höhe des Zylinders, die hier nichts anderes ist als solch ein dx. Also finden wir als Volumen von solch einem Revolutionskörper die Summe von solchen Zylinderrauminhalten Pi mal Radius Quadrat mal die Höhe. Und solche Rauminhalte dieser einzelnen Zylinder werden summiert, werden addiert und dann lassen wir die Anzahl Zylinder gegen plus unendlich streben und somit ist der Rauminhalt von solch einem Revolutionskörper bestimmt durch diese Formel. Die Zahl Pi ist unabhängig von der Variablen x, die setzen wir also vor das Integral
Und so entsteht die Formel zum Rauminhalt eines Revolutionskörpers. Durch diese Formel V gleich Pi mal Integral von a bis b von f Quadrat von x dx können wir sehr schön den Rauminhalt einer Kugel bestimmen. Wir werden so diese Formel finden. Übrigens r hoch 3 Drittel, das ist die Stammfunktion von r Quadrat dr. Das ist kein Zufall. So können wir auch den Rauminhalt von einem Kegel bestimmen. Es ist der Rauminhalt vom Zylinder mit Basisflächeninhalt pi r Quadrat und Höhe h, aber geteilt durch 3. Durch unsere Formel zum Volumen eines Revolutionskörpers können wir sogar das Volumen von einem Torus berechnen, indem wir dreidimensional denken. Ein Torus ist nichts anderes als ein Schweizer Käse, von dem man eine Rolle abzieht. Der Rauminhalt von solch einem Torus wird bestimmt durch diese Formel. Wenn wir also unsere Formel anwenden für ein Torus, dann finden wir diese Formel, die ich mit Absicht in dieser Form hier gelassen habe. Denn wenn man den Querschnitt hier von einem Torus nimmt, dann ist das ein Kreis mit Radius klein r. Pi r Quadrat ist der Flächeninhalt vom Querschnittskreis von einem Torus. Die Mitte von diesem Querschnittskreis legt beim Torus eine Kreislinie zurück, dessen Radius wir hier groß r nennen. Und der Umfang von diesem Kreis, der zurückgelegt wird durch das Zentrum vom Querschnittskreis, das ist 2 mal Pi mal groß r. Aus der Formel so geschrieben, können wir also schließen, würde man den Torus hier überschneiden und dann zum Zylinder gerade biegen, dann würde der Rauminhalt nicht ändern, denn der Rauminhalt von diesem gerade gebogenen Zylinder ist ja die Basisfläche, pi r Quadrat, das ist die Querschnittsfläche von dem Kreis, mal die Höhe des Zylinders, und die Höhe dieses gerade gebogenen Zylinders, das ist genau der Umfang von diesem Kreis, also 2 pi r. Hier rechts im Fenster können wir sehr schön erkennen, dass das wirklich eine dreidimensionale Zeichnung ist, zum Beispiel indem wir einfach diesen Körper drehen. Man kann ihn sogar drehen lassen. Man kann aber auch manuell intervenieren. Sehr schön.